möchte jetzt auch nochmal die Presse ansprechen zum Thema Meinungsfreiheit. Ich möchte euch alle daran erinnern, dass wir eine friedliche Bewegung sind und die Pressevertreter Teil unserer Versammlung sind. Bitte behandelt die Presse freundlich. Wenn ihr keine Interviews geben möchtet oder nicht gefilmt werden möchtet, teilt dies bitte den Journalisten mit. Was wurde letzte Woche nicht alles überberichtet? Spiegel TV bezeichnet uns als irre. Weiter fallen quer durch alle Medien Begriffe wie Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Pegida-Anhänger, Antisemiten, Corona-Rebellen und die Liste lässt sich beliebig fortführen. Ich möchte mich hiermit bei den Journalisten herzlich bedanken. Ihr habt mit eurer diffamierenden Berichterstattung allen ganz offen gezeigt, wie die Massenmedien funktionieren. Und offensichtlich haltet ihr uns für alle total bescheuert und denkt, das würde niemand durchschauen. Letzte Woche waren hier auf dem Wasen 20.000 Menschen. Jeder davon hat einen Freundeskreis und multipliziert unsere friedliche Botschaft. Die nun verstehen, wie die Medien funktionieren. Deshalb möchte ich jetzt noch einmal alle Journalisten bitten, ab jetzt wahrheitsgemäß, unparteiisch und vollständig zu berichten.